Auf dem Weg zum Herbstvolksfest in der U-Bahn-Linie U1 fragte mich meine mittlerweile beste Freundin, was denn zum Beispiel ihre Station Rathaus auszeichnet. Und bereits 3 Stationen später fiel mir auf, dass ich irgendwie zu jeder Station im Netz etwas zu sagen habe. Was auch nicht verwundert, schließlich war ich an ihnen allen schon. Und erst viel später, als ich wieder daheim war, fiel mir ein, dass ich doch genau dafür einen Kanal habe. Also, heute wird es um besondere U-Bahnhöfe in Nürnberg gehen. Beginnen wir also am Fürther Rathaus, neben dem Hauptbahnhof, der 2. Verkehrsknotenpunkt Fürths. Hier sind die Bahnsteigwände mit Stadtansichten von oben verziert. Zudem finden alle, die es interessiert, Informationen über das Rathaus und die Gegend. Auch an anderen Stellen im Netz floss die Umgebung in die Gestaltung der U-Bahnhöfe mit ein. Eine Station weiter, an der Stadthalle etwa, stehen die vom Westen aus betrachtet bunten Kacheln an der Wand für das quirlige Stadtleben. Vom Osten aus betrachtet sind sie blau und stehen für die hier fließende Rednitz. An der Hohen Marter wird man direkt an das hier stehende Nürnberger Ei, den Fernsehturm, erinnert. Der Bahnhof Wörder Wiese ist in Grün und in Blau gestaltet, was für die Wörder Wiese und die hier fließende Pegnitz steht. Tatsächlich fließt die Pegnitz mitten durch den U-Bahnhof. Der Trog ist gut zu erkennen. Der U-Bahnhof Opernhaus ist zum Stadtgraben her offen, was ihn überregional einzigartig und unverkennbar macht. Porträts von Walter und Max Rathenau zieren die Wände des U-Bahnhofs Rathenauplatz. An der neuesten und von Beginn an vollautomatischen U-Bahn-Linie 3 ist quasi jeder Bahnhof besonders schön gestaltet, wobei hier nur ein paar Highlights genannt werden. An den Bahnsteigwänden am Maxfeld stehen schlaue Zitate. Und wer am U-Bahnhof Klinikum Nord seine Kopfhörer entnimmt, kann Folgendes vernehmen. In Sündersbühl findet man Lichtinstallationen, welche ihre Farbe wechseln. Auch in Ziegelstein auf der U2 gibt es Lichtinstallationen, welche von ein- und ausfahrenden Zügen gesteuert werden. Ab Ziegelstein fährt alle 10 Minuten eine U2 weiter bis zum Flughafen, da die Strecke zum Flughafen nur eingleisig ist. Der U-Bahnhof am Flughafen ist der einzige wirkliche Endbahnhof im Netz ohne anschließende Wendeanlage. Die automatischen Bahnen fahren hier besonders vorsichtig und langsam ein. Wer am Fürther Hauptbahnhof von der U-Bahn in die Eisenbahn umsteigt, wird an die lange Geschichte der Eisenbahn zwischen den beiden Städten erinnert. Hier befindet sich auch ein Modell des Ludwigsbahnhofs. Er lag nicht etwa an der Stelle des heutigen Hauptbahnhofes, sondern am kleinen Park an der Fürther Freiheit, auch Konrad-Adenauer-Anlage genannt. Der hiesige Spielplatz steht ganz unter dem Motto Adler. Auch an der Jakobinenstraße finden sich Anspielungen auf den Adler, der mehr mit der U-Bahn gemeinsam hat, als man vielleicht meinen könnte. Denn heutzutage folgt die U1 zwischen der Stadtgrenze und dem Plärrer
dem ehemaligen Verlauf der ersten Eisenbahn Deutschlands. Die meisten Fahrgäste denken sich nicht viel dabei, wenn sie in Muggenhof oder wie hier zu sehen an der Stadtgrenze rechts aussteigen müssen. Dies liegt an den Straßenbahnen, die von 1970 bis 1982 auf der Hochbahntrasse fuhren und die Türen nur auf der rechten Seite haben. Wer in die Nürnberger Innenstadt möchte, steigt an der Lorenzkirche aus. Dieser U-Bahnhof zeichnet sich durch eine unterirdische Ladenpassage und einen direkten Zugang zum Karstadt aus. Am Plärrer besteht der einzige bahnsteiggleiche Übergang zwischen der U1 und den Linien U2 und U3 auf ihrer Stammstrecke. Er ist unterirdisch auf zwei Ebenen angelegt, genau wie der U-Bahnhof am Hauptbahnhof. Beide sind in Orange gehalten, was in Nürnberg Umsteigebahnhöfe symbolisiert. Aus diesem Grund trägt auch der Aufsitzplatz Orange, obwohl dort nur die U1 hält. Wo heute dieser Schmuckladen steht, sollte eine Treppe zu einer neu zu bauenden U-Bahn-Linie 3 hinab. Die U3 in ihrer damals geplanten Form kam nie. Stattdessen übernehmen die Straßenbahnlinien 6 und 10 heutzutage weitestgehend ihre Funktion. Und dann wäre da noch der Bahnhof Scharfreiterring, der trotz des niedrigen Fahrgastaufkommens wegen der Zufahrt zur Werkstatt 4 Gleise hat. Hier herrschte am 14. Januar 2023 reger Andrang, als der letzte DT1 feierlich aus dem Liniendienst verabschiedet wurde. Schöne Bilder, um dieses Video zu beenden. Thank you.